Es ist Donnerstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Unfall, Reifenplatz und Auto landet in Leitplanke. Laufabend, VfL ersetzt Stadtmeisterschaft im Bahnlauf. Und Schulessen, SVV und Stadtverwaltung werden sich nicht einig. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Autobahn A2 zwischen Wollin und Brandenburg zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Zwischen Brandenburg und Wollin in Fahrtrichtung Ziesar gab es einen Unfall. Am Morgen mussten dann 2 von 3 Spuren gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Ein PKW hatte einen Reifenplatzer und ist in die Leitplanke gekracht. Die Feuerwehr schob das Wrack an den Straßenrand, später übernahm dann ein Abschlepper. Aufgrund von Corona mussten viele Sportveranstaltungen abgesagt werden. So auch die Stadtmeisterschaften im Bahnlauf des VfL. Doch in dieser Woche gab es eine Ersatzveranstaltung. Der VfL Brandenburg lud zu einem Läuferabend ins Stadion am Quenz. Insgesamt 24 Athleten folgten dem Aufruf und kämpften auf 3000 bzw. 5000 Meter. Die schnellsten Beine auf der 5000 Meter Strecke hatten Thomas Strupert mit 17,5 Minuten und Paula Czepinski mit knapp 21 Minuten. Auf der 3000 Meter Strecke ging es für den Nachwuchs an den Start. Dort haben Raphael Schlieger mit knapp 12 Minuten und Nelly Anouk Borgwardt mit 13,5 Minuten die Siegermedaillen geholt. Die nächste Stadionveranstaltung des VfL wird der Lichterpaarlauf am 6. November sein. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Das Ringen um das Schulessen geht in die nächste Runde. Und dabei scheint es viel weniger um die Sache zu gehen, sondern vielmehr um den Kampf zwischen Stadtverordneten und Stadtverwaltung. Dieser Eindruck drängt sich zumindest dem neutralen Beobachter auf. Zum wiederholten Male schlug das Thema große Wellen in der Stadtverordnetenversammlung und man machte sich gegenseitige Vorwürfe. Am Ende einigte man sich wieder auf eine Preisdeckelung und vermutlich auch auf die Fortsetzung dieses SVV-Dauerthemas. Das hatte Elternsprecherin Ulrike Burkhardt so sicher nicht kommen sehen, dass ihre Petition für günstigeres Schulessen zum großen Zerwürfnis in der Stadtverordnetenversammlung führen würde. Erneut fühlten sich die Mitglieder des Petitionsausschusses düpiert. Der mühsam erarbeitete Alternativvorschlag wurde schon wieder kurzfristig von einer negativen Einschätzung der Verwaltung torpediert. Der Unmut bricht sich Bahn. Es ist schon mindestens das dritte Mal, dass ein Votum, das wir fassen, kurzfristig zur SVV hier in Frage gestellt wird, sodass man als Ausschussvorsitzender auch kaum eine Möglichkeit hat, sich vielleicht auch noch von Dritten dazu beraten zu lassen, welche Hindernisgründe zur Umsetzung hier gesehen werden. Und das ist kein Umgang mit dem Votum eines Ausschusses. Es lag rechtzeitig vor einer guten Woche in der Verwaltung vor. Man hätte rechtzeitig spätestens am Montag, wo dieses Schreiben verfasst wurde, auch den Kontakt versuchen können, zu mir aufzunehmen. Auch das ist nicht erfolgt. Wir sitzen jetzt hier das dritte Mal in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, dass die Arbeit des entsprechenden Ausschusses hier nicht richtig gewürdigt wird und was dazu führt, dass wir 1,5 Stunden hier sitzen und diskutieren. Anscheinend sind da relativ widerspenstige Ausschussmitglieder von allen Fraktionen, weil es ja immer sozusagen gleich endet.
das, was die Leute da sich überlegt haben, auch nach einer langen Diskussion, davon gehe ich einfach aus, wird zum Federstreich abgetan. Es ist nicht nachvollziehbar, die Vereinigungshaltung der Verwaltung bezüglich einem gefassten Beschluss in der SVV, der mehrheitlich gefasst wurde, im Juni nicht umzusetzen. Ich kann Ihren Ausführungen folgen. Gut. Das ist Ihre Ausführung, das ist Ihre Auffassung, das ist Ihre Meinung. Es gibt aber einen Beschluss in der SVV, der muss umgesetzt werden. Wenn Sie ihn nicht umsetzen wollen, dann haben Sie ein anderes Mittel vorzugehen. Dann bitten wir Sie darum, dieses Mittel auch wahrzunehmen und zu ziehen und nicht nur anzudrohen und dann kurzfristig zurückzuziehen. Wenn man wirklich diesen Austausch haben würde, wie Sie den ja auch gerade beschreiben, und eine Befriedung herbeiführen, dann muss man tatsächlich den Dialog auf Augenhöhe suchen. Und wäre das gewollt gewesen, dann wäre auch jemand von der Verwaltung im Ausschuss gewesen. Dem war aber nicht so. Die Verwaltung hat auch den Auftrag, zu vermitteln und aufzuklären. Das haben Sie jetzt getan, teilweise auch durch Ihre Stellungnahme, aber zu einem ziemlich späten Zeitpunkt. Das ist eben der Umgang, der kritisiert wird und den wir uns anders wünschen würden. Die allgemeine Kritik am Umgang prallte am obersten Verwaltungshüter weitgehend ab. Eine mangelnde Dialogbereitschaft wollte er sich aber nicht nachsagen lassen. Michael Brandt war im Juni im Ausschuss und hat sich sprichwörtlich den Mund fusselig geredet, um Ihnen allen im Ausschuss zu sagen, dass das so nicht vernünftig ist. Das hat im Juni offenbar nicht den fruchtbaren Boden gefunden, den Sie durch Beratung, durch die Verwaltung einfordern. Das ist so. Das tut mir leid, dass ich das nochmal sage, aber ich weiß, wie der Kollege danach mir sie überberichtet hatte, was dort im Ausschuss los war. Doch die Stadtverordneten ließen nicht locker an ihrer Kritik. Das eigentliche Thema geriet dabei ein wenig ins Hintertreffen. Als Ehrenamt, 46 Stadtverordnete sind hier nicht zusammengekommen, um einfach mal über politische Dinge und interessante Fragen zu diskutieren, dann gehen wir wieder auseinander und da sitzt die Stadtverwaltung und macht, was sie für richtig hält. Das ist natürlich nicht das Bild der Kommunalverfassung, es wäre ein eher vordemokratisches. Wir sind ein Teil dieser Stadtverwaltung. Wir sind die demokratisch legitimierten Stadtverordneten dieser Stadt Brandenburg an der Havel. Sie sind der Oberbürgermeister und Sie haben einen Apparat, der dafür da ist, für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt Dienstleister zu sein, aber für uns selbstverständlich auch. Wenn wir konkrete Anliegen haben, dann sind Sie dazu da, uns zu beraten. Das ist Ihre Verpflichtung aus der Kommunalverfassung. Ich habe das eben ja ab und an schon mal gesagt. Immer wenn ich an dieser Diskussion teilhaben konnte, hatte ich auch das Gefühl, das wird berücksichtigt. Wenn allerdings, ich sage mal, irgendwie Sie scheinbar dann wieder andere Kontakte hatten, also nicht Sie groß geschrieben, sondern Sie klein geschrieben, dann haben Sie das, also Postwende, vergessen. Dann haben Sie sich irgendwie wieder anderen Strömungen zugewandt, die offenbar an der Stelle halt andere Intentionen hatten. Viele Stadtverordnete kritisierten, dass die Stadtverwaltung nicht wie ursprünglich angekündigt Widerspruch gegen den Beschluss einlegte. Das hätte einiges einfacher gemacht. Der Oberbürgermeister widerspricht. Die Frage, die ich zu beantworten hatte, ist, ob das Herbeiführen dieser Voraussetzung nach einer intensiveren Auseinandersetzung dazu in der Stadtverordnetenversammlung eher ermöglicht wird, wenn ich den Beschluss nicht beanstande, weil dann liegt das nämlich beim Innenministerium, bis die darüber entschieden haben und das ist so lange sozusagen möglicherweise auch sanktioniert, überhaupt etwas weiterzumachen. Oder ob wir das dadurch erreichen, indem ich Ihnen ausschreibe, woran es dieser Beschlussfassung eigentlich mangelt und wir daran arbeiten, diesen Mangel abzustellen. Zum Ende der erneut übereinstündigen Aussprache ging es dann doch noch ein wenig mehr um den Kern der Sache. Versuche der Annäherung und Neubewertungen. Eigentliche Heilung scheint ja damit möglich zu sein, indem die Verwaltung sagt, wir werden ein Konzept entwickeln, wie wir die Teilnehmerzahl erhöhen. Das scheint ja die Lösung zu sein, ohne dass man darauf hinausläuft, das Ganze tatsächlich in einer Beanstandung untergehen zu lassen. Also ich finde Diskussionen mit Eltern, mit Kindern und Jugendlichen, oder uns oder mir gegenüber, immer wieder klar gemacht, dass es eben nicht nur um den Preis geht, sondern einfach, dass es oft den Geschmack der Schüler nicht trifft. Insofern halte ich es für falsch, jetzt einfach pauschal zu sagen, okay, da ist ein Angebot auf dem Markt, was nicht angenommen wird oder nicht in der Menge angenommen wird, wie man das gerne hätte. Und wir unterstützen das jetzt so lange, bis
Es blieben Versuche. Am Ende wurde der neuerliche Petitionsbeschluss mit einer knappen Mehrheit befürwortet. Das nächste Kapitel in Sachen Schulessen dürfte damit nicht lange auf sich warten lassen. Ja, von hitzigen Diskussionen aus der SVV kommen wir nun zu einem etwas entspannteren Wetter. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. In den nächsten Tagen ist es zwar nicht mehr allzu sommerlich, aber die Tage bleiben freundlich und mild. Der Freitag erwartet uns mit Maximaltemperaturen von 20 Grad. Dazu kommt ein bewölkter Himmel, nur ab und zu zeigt sich die Sonne. Am Samstag klettern die Temperaturen nochmal auf 24 Grad hoch. Dazu viel Sonne und nur ein paar Schäfchenwolken am Himmel. Und auch am Sonntag haben wir bis zu 21 Grad, nur ein paar Wolken am Himmel und viel Sonne. Liebe Zuschauer, das war's wieder mit dem SKB-Journal am Donnerstag. Ich darf mich verabschieden und sage Tschüss. Machen Sie's gut.